Moin und willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal ein Dankeschön an die Firma GAN-EU, die mir die In-Ear-Kopfhörer J7 zur Verfügung gestellt haben. Und dann würde ich sagen, weiter nach dem Intro. Ja, nochmal ein Dankeschön. Ja, das sind In-Ear-Kopfhörer, sollen IP7 wasserdicht sein, Bluetooth 5.3 und Ladezeit circa eine Stunde, Standby-Zeit circa 7 bis 10 Tage, eine Akkuladung in den Kopfhörern 4 bis 5 Stunden circa und mit dem Ladecase circa 45 Stunden. Aber ich würde sagen, das ist erstmal genug. Läuft mit Android oder mit dem iOS-Betriebssystem, ob nun Tablet oder Smartphone oder iPhone. Na, das will ich hier wohl nicht aufgeben. Ja. So, jetzt haben wir es, kriegen wir es endlich auf. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ja, ist so ein bisschen, ja, eingedruckt, aber mir auch nicht. Steht zwar alles auf Englisch. Aber soll hier nicht unbedingt was Schlechtes sein. Soll auch Siri-kompatibel sein. Das heißt, wenn ich den Punkt, Punkt Siri sage oder im Englischen nur Siri, sollte das auch funktionieren. Das sind auch Mikrofone. Und ja, sind auch Mikrofone verbaut. Und durch das Tippen auf den Ear-Ins. Gut, hier steht es einmal auf Englisch und auf Mandarin, würde ich sagen, das ist ja Chinesisch. Da sind ja noch die Silikonkissen dabei. Aber wir packen das erstmal alles aus. Alles, was so dabei ist. Ja, hier sieht man die. Entschuldigung. So, jetzt sieht man die besser. Von USB-A auf USB-C werden die geladen. Gucken wir nochmal rein, was hier noch so drin ist. Ja, ein Zertifikat ist nichts weiter ausgefüllt. Hier ist die Bedienungsanleitung auch auf Deutsch, was man so mitmachen kann. Also telefonieren kann man. Aber gut, das soll jetzt hier nicht. Gucken wir es mal an. Dann öffnen wir das mal hier. Ja, ist ein bisschen glänzend. Hier ist so ein bisschen, ja, Silber. Hier sind auch schon welche drauf. Ist recht leicht. Also wenn ich das zu den AirPods vergleiche von Apple, finde ich die sehr, das ist echt leicht. So muss ich mal so sagen. Ja, fühlt sich jetzt nicht schlimm an oder sowas, aber das ist na klar alles Geschmackssache. Ne? Ja, ich werde sie dann einmal aufladen und dann hier sieht man auch, ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Hier sind die beiden Kontakte zum Aufladen. Und ich gehe mal ein bisschen ran, dann sieht man da unten die Kontakte. Gut, ich werde sie aufladen und dann geht es gleich weiter. Ja, jetzt sind die auch aufgeladen. Wie ihr sehen könnt, ich komme mal ein bisschen dichter ran. Ich versuche es mal. Da seht ihr die 4 grünen LEDs. Und die blinken da so ein bisschen. Und ist sehr weich. Das finde ich sehr, sehr gut. Ist Kunststoff, ja, ist ein bisschen billig. Aber wie gesagt, ich meckere jetzt schon auf einem hohen Niveau. Ich habe die jetzt schon getestet. Bei Filmen und bei Musik und für den Preis ein sehr, sehr guter, satter Klang. Vor allem auch der Bass kommt richtig gut. Aber gut, das ist na klar mein persönlicher Eindruck.
Jeder andere empfindet das vielleicht ein bisschen anders. Und es gibt auch hier noch ein paar Silikonkissen noch mehr in verschiedenen Größen. In, wo haben wir den Zettel? In L, M und S. Und ich glaube, das andere ist X, S oder sowas, keine Ahnung. Also die fühlen sich sehr, sehr gut an. Und ich habe die schon mal mit einem anderen Telefon gekoppelt. J7 ging wunderbar. Also wie gesagt, das kann ich nur bestätigen. Wieder ein sehr schön satter Klang. Ich habe jetzt mal die AirPods Pro der zweiten Generation neben mir mit Lightning-Anschluss. Aber wie gesagt, das ist hier sehr, sehr gut. Fühlt sich gut an. Sind ein bisschen empfindlich, wenn man hier gegen drückt. Und auch wenn ich die abziehe oder rausnehme aus meinem Ohr, die Musik spielt weiter. Also die spielt auch hier drin weiter in diesem Case. Und lädt auf von USB-A auf USB-C. Aber wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ja, ich konnte sie schnell einrichten, alles. Also für den Preis Respekt. Regulär, glaube ich, 50 Euro knapp. Ist momentan Angebotspreis für 30 Euro um den Dreh herum. Ich verlinke euch das unten. Oben unten schreibt das auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung rein. Und dann, ja, den Klang oder das Geräusch kann ich klar nicht so übernehmen. Auch Punkt, Punkt, Punkt Siri habe ich auch gemacht. Ging wunderbar. Ja, und wie gesagt, ist kompatibel mit Android und iOS 17 oder iOS 16, das ist ja egal. Läuft wunderbar. Und dann soll es auch hiermit gewesen sein. Danke, bis zum nächsten Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.